Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Willkommen zu Distant Worlds 2. Ich bin der Strategienerd und wir spielen dieses wunderbare Spiel. Wir starten direkt rein in ein neues Spiel. Und wenn ihr ein Tutorial sucht, dann verlinke ich euch das oben rechts. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hilft mit Sicherheit auch. Und was stellen wir hier ein? Wenn euch das übrigens nicht interessiert, gibt es unten im Video einen Sprungmarker. Dann könnt ihr direkt zum Game Start springen. Und wir kümmern uns jetzt nochmal um die Einstellung. Also, wir bleiben bei einer Spiralgalaxie und lassen 1000 Sterne, damit wir auf jeden Fall ein paar Sterne zum Erkunden haben bei einer mittleren Größe. Das ist, denke ich mal, so, wir könnten noch 700 nehmen, aber ich denke, 1000 sind okay, damit wir so eine mittlere Größe der Galaxie haben. Nicht sehr klein, aber auch nicht sehr groß. Ich denke, das passt. Dann haben wir die Start-Settings. Hier ist wichtig, das sind nicht eure Settings. Eure Settings kommen später, das sind die Settings in der Galaxis. Wir machen das aber alles identisch. Die Aggression lassen wir auf normal. Also die Aggression, Tech-Level bleibt auf 0. Galaxy Expansion bleibt auf Starting. Das stellen wir bei uns entsprechend auch ein. Und Research Speed bleibt normal. Das Thema kennt ihr ja. Also Random Research Path gibt es ja mittlerweile fast überall. Das bleibt so. Dann geht es um die Piraten. Die Piraten sind am Anfang ein riesiges Problem bei uns. Da werden wir uns mit Sicherheit eine ganze Zeit drum kümmern müssen. Wir lassen sie auf normal und selbst das ist schon ziemlich schwierig, denn die KI in diesem Spiel ist meiner Erfahrung nach ziemlich gut. Colonization ändern wir nichts und jetzt kommen wir zu der Rasse. Und bei der Rasse möchte ich den ganzen Text nicht durchlesen, ich lasse euch das mal stehen. Interessant ist eher der hier. Humans have a mysterious past. Das heißt, man weiß nicht, wo sie herkommen. Sind sie Einwanderer aus einer anderen Galaxie? Sie beanspruchen Sol als ihr Heimatsystem. Aber woher kommen sie nun wirklich? Ich kann es euch sagen. Das Imperium stammt ursprünglich 2200 gegründet, ebenfalls aus einer Spiralgalaxie, hat dann viele Jahrhunderte gegen Roboter und andere Sachen in Stellaris gekämpft. Und hat dann gegen eine schier unendliche Übermacht an Wesen, die damals sich die Anbinden nannten, die Übermacht in dieser Galaxie gewonnen. Und dann passierte nach dem Jahre 2500 in 200 Jahren irgendetwas, was die meisten Zivilisationen in dieser Galaxie ausgerottet hat. Es gibt nur noch wenige Kolonien, es gibt nur noch wenige Überlebende. Keiner weiß so richtig, was passiert ist. Es gibt überall Ruinen, die wir erkunden können und so weiter und so fort. Das ist so ganz grob der Hintergrund, die Geschichte unserer Menschen, die wir hier weiterspielen werden. 200 Jahre nach dem Ende des Imperiums sind die Nachfahren auf irgendeiner entfernten Kolonie in dieser Galaxis gelandet und gucken sich das an. Die Frage ist, sind wir überhaupt in der richtigen Galaxie oder sind sie vielleicht in eine andere ausgewandert? Das seht ihr hier, das wissen wir gar nicht. Und wir werden es aber hoffentlich herausfinden. Ich bin wirklich mega gespannt, ob es das Sol-System hier geben wird, ob wir in der gleichen Galaxis sind. Es sind viele hunderte Jahre vergangen. Deswegen sind wir natürlich eine Militärdiktatur und wir sind das nördische Imperium. Und ich würde tatsächlich auch hier in Anbetracht des eines anderen Let's Plays, dass wir damit quasi fortführen, das Imperium nennen. Das Imperium ist zurück und wir werden, tja, bei der Flagge bin ich mir nicht sicher, ich möchte auf jeden Fall die Farbe Rot wählen. Ich denke, das hier sieht, also dieses, das sieht mir dann doch zu böse aus. Wir nehmen mal so ein allsehendes Auge und ganz wichtig, wir haben Population Growth minus 5% und das, ich finde, die Militärdiktatur ist die perfekte Ergänzung zu den Menschen. Wir sind Diplomaten, haben aber minus 10% Diplomatie-Skills. Wir sind gut in Population Growth, kriegen aber minus 5%. Wir sind keine guten Krieger, kriegen aber War Weariness Reduction, also eine extrem gute Kombination, wo wir wirklich gucken müssen, wie wir das machen. Also, your starting situation, da bleiben wir bei einem normalen System, starting und Level 0 bleibt, starting location bleibt random, other empires, stellen wir 15 ein, ich denke, das ist bei der Größe ganz okay, und dann bleiben wir mal bei den Victory Conditions, auch hier bleiben wir bei Standard und starten das Spiel, und wenn es geladen ist, das Game, dann bin ich wieder für euch zurück.
Und da sind wir zurück und wir sind natürlich das Imperium. Wir sind bekannt als eine Militärdiktatur und wir sind typischerweise ein bisschen aggressiv und vorsichtig. Wir sind, wir haben natürliche Skills beim Research und bei der Diplomatie. Karen Barilla, Beralia ist unser Leader, also unser Chef von allem. Wir sind in der Kolonie Jura zugegen und wir sind im Xuban Junction System und in der Nähe eines Gasgiganten Xuban Junction 5. Da bin ich sehr gespannt bei diesen Gasgiganten, was wir da alles finden werden. Und wir haben die Basistechnologien erkundet und das gucken wir uns jetzt alles mal in Ruhe an. So, das ist unser Leader, Kirin. Und den gucken wir uns als erstes an. Und vor allen Dingen natürlich auch mal unseren Planeten. Und das hier hatte ich euch ja im Prinzip schon grob vorgelesen. In den Ruinen von antiken Menschenstädten. Also wir haben quasi unzählige Generationen überlebt. Und wir haben antike Menschenruinen gefunden. Diese Ruinen werden wir überall finden. Wir haben vorher, es gab vor langer Zeit, erzählt man sich, gab es ein altes Imperium, was aus irgendwelchen Gründen zerfallen ist. Und wir vermuten, dass wir nicht die letzten Menschen waren und auch nicht hier geboren worden sind. Und wir haben allerdings in diesen Ruinen ein paar Technologien gefunden und sind in der Lage, zu den Sternen zu reisen. Und deswegen haben wir ebenfalls auf Early Warp Field ein bisschen Boni und ebenfalls auf die Research Labs ein paar Boni. Und wir bekommen außerdem 6% fürs Colony Development, 5% für Hightech Research und 8% auf Szenerie. Wenn ihr das genau lesen wollt, lasse ich es euch jetzt mal kurz hier stehen. Dann könnt ihr das gerne nochmal durchlesen. Das ist aber im Prinzip kurz und knapp die Geschichte, die ich euch eben gerade über unsere Kolonie erzählt habe. Wir können uns aber die Ruinen auf Jura grundsätzlich mal angucken. Unknown Items Detected. Ja, das ist interessant. Erstmal gucken wir uns mal eins nach dem anderen unseren Leader an. Facility Construction Speed. Das ist ziemlich gut. Wir gucken uns auch gleich den Technologiebaum an. Facilities haben wir, also Fabriken haben wir am Anfang nicht, brauchen wir aber in Zukunft für Militärproduktion, für Zufriedenheit, Government und so weiter und so fort. Haben wir aber jetzt nicht. Ist aber durchaus interessant, dass er dafür einen Trade hat. So, also das ist gut. Dann gucken wir uns das mal, klicken wir uns das mal weg. So, dann habe ich ein paar Sachen schon voreingestellt. Wer das Spiel nicht kennt, der wird sich wundern und erstmal sagen, das Spiel ist mega kompliziert, ist richtig, aber das Spiel automatisiert relativ viel. Das findet ihr hier oben bei der Einstellung eurer Spezies und dann bei den Policy Settings hier. Da könnt ihr im Prinzip alles einstellen. Ich habe im Prinzip zwei Sachen oder drei Sachen mache ich selbst. Einmal das Schiffsdesign, das machen wir gemeinsam alles. Dann die Founding Levels, das zeige ich euch im Verlauf des Let's Plays, was das bedeutet. Und auf jeden Fall machen wir zusammen die Einstellungen hier bei dem Planeten, also was Zufriedenheit und sowas angeht. Und das ist im Großen und Ganzen, das könnt ihr über die Tax Rate einstellen und das werden wir auch hier manuell machen. Die Tax Rate möchte ich manuell machen. Den Rest kann er alles selbst bauen. Das ist völlig okay. Aber wie gesagt, Tax Rate, das stelle ich mir selbst ein. Hier sehen wir, es leben nur Menschen hier drauf. Und das sieht ja erstmal soweit ganz gut aus. So, dann gucken wir uns mal im Schnelldurchlauf unser Imperium mal an. Also, wir sind ein Imperium und wir haben aktuell 1800. Das werden wir gleich, wenn wir uns darum kümmern, machen. Founding Levels sehen wir hier. Ihr seht, das ist manuell eingestellt. Wir können mal ruhig langsam weiterlaufen lassen, während wir uns das angucken. Und bei den Rest, das können wir uns in Zukunft angucken. Dann haben wir die Diplomatie. Ihr seht, wir kennen noch niemanden. Dann haben wir unseren Charakter. Da gibt es aktuell auch noch niemanden. Wir haben hier noch die unsere Spione oder Gefangene. Dann gibt es hier unseren Planeten, das ist Jura, im Xuban Junction System. Und hier im Xuban Junction System werden wir jetzt mal schauen, dass wir unseren Planeten mal vernünftig einstellen. Und das ist unser Heimatplanet, Heidewitzka. Hier gibt es Stahl, Carbonit, eine unbekannte Ressource, Polymere, das ist ja der Wahnsinn. Was es hier schon alles gibt, das ist ja krass.
Wahnsinn. So, jetzt erhöhen wir erstmal die Tax Rate, also die Steuern. Ich würde mal sagen, wir können mal 20% versuchen. Und dann schauen wir mal, wie das Approval ist. Wir sind bei minus 8. Das ist natürlich unschön. Wir haben 10, 17 und plus 1. Da müssen wir dann ein bisschen reduzieren. Plus 2. Dann sind wir bei plus 800. Das lassen wir erstmal so. Ein Spaceport, 10.000 Credits. Einmal bauen, bitte. Der wird hier gebaut. Da bin ich übrigens schon gespannt, wie das Ganze aussieht. Okay, also Weltraum ist soweit. Quatsch, Planet passt soweit. 600 im Plus, 500 Corruption ist oder steigt an. Dann gehen wir jetzt tatsächlich nochmal zurück und werden die Founding Levels einstellen. Wir sind bei Population Grow, also beim Wachstum, bei 2,3%. Da wir noch keine Research Stations haben hier, macht es im Moment keinen Sinn, dass wir viel Geld fürs Research ausgeben. Ihr seht hier, das, was wir brauchen, ist 0. Dann können wir hier auch erstmal 100% tatsächlich ins Wachstum stecken und bis wir irgendwelche Research Stations haben, hier tatsächlich in die Wachstumsrate investieren. Was das hier bedeutet, da kommen wir im Lauf des Let's Plays mit Sicherheit nochmal zu. Wenn wir eine Research Station haben, dann wird das erst wichtig. Ansonsten können wir das auch reduzieren. Wir könnten auch das hier reduzieren. 117 hier finde ich ein bisschen wenig am Anfang. Da würde ich gern, obwohl 10%, da müssen wir hier reduzieren. Dann gehen wir da mal auf 70 runter. Wir sind bei 1400 immer noch über diesen 1300. Troop und Facility Maintenance, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben keine Facilities. Ihr seht es hier, Truppen haben wir auch noch nicht. Das lassen wir aber nochmal drin. Das wird in Zukunft steigen. 70% passen auch. 10, 100% für Kolonie. Okay, so, was grundsätzlich heißt das? Also, Ship Maintenance ist, glaube ich, klar. Jedes Schiff muss gewartet werden. Es gibt eine Privatwirtschaft, das seht ihr zum Beispiel bei Maintenance. Gibt es hier, wo sehen wir es denn mal? Da die ganzen Frachter und sowas. Ne? Das sind die privaten Schiffe. Das muss alles gewartet werden. Und das ist alles Ship Maintenance. Und das müsst ihr natürlich aufbringen, weil die Schiffe natürlich zu euren offiziellen Stationen kommen und sich da die Wartung abholen. Und das sollte idealerweise höher liegen. Ansonsten habt ihr Probleme bei den Schiffen. Das hatte ich gerade erklärt. Das geht hier unten bei Colony Growth rein und ihr seht, jetzt sind wir schon bei 2,4%. Allerdings ist die Zufriedenheit zwar nicht hoch, aber wir können die Colony Growth mit dieser Möglichkeit erhöhen. Das ist also so schon mal ganz gut. Ihr seht, jetzt wird das geringer, weil wir weniger verdienen und dann sinkt gleich hier vorne das Geld. Jetzt hat er das aus irgendwelchen Gründen schon wieder hochgesetzt. Das möchte ich tatsächlich bei 70% belassen. Ich hoffe, er ignoriert meine Anweisung hier nicht. Okay, also es gibt anscheinend immer noch 75, bitte. Obwohl es manuell ist, wird es von ihm noch geändert, warum auch immer. Da muss noch irgendwo, entweder das ist eine Einstellung oder ein Bug. Ich vermute eher, dass es eine Einstellung ist von mir. Obwohl wir hier bei manuell sind, macht er bei der Ship Maintenance, setzt er das wieder hoch auf 90%. Dadurch geht es hier unten raus. Wir machen mal die Facilities raus. Vielleicht können wir dadurch unten bei dem Colony Growth ein bisschen mehr holen. Und da bleiben wir auch mal bei 5%. Und gucken wir nochmal, ob er das jetzt macht. Okay, also das lässt er so. Ernsthaft, dann setzt er das hier hoch. Okay, gut. Wir lassen das so. Wir brauchen auf jeden Fall hier unten eine ganze Menge mehr. Okay, gut. Dann gucken wir weiter. Unsere Raumstation wird gebaut. Unser Spaceport. Von dort aus werden wir dann Schiffe bauen und noch andere schöne Dinge tun. Ihr seht, 41% ist fertig von der Hülle. So, Planet haben wir uns angeguckt. Dann gehen wir mal auf unsere Schiffe. Wir haben unsere Exploration Ships und wir waren noch gar nicht im Weltraum und haben uns das ganze System mal angeguckt. Und da zoomen wir jetzt mal raus. Und das sind unsere Planeten. Wir sind tatsächlich... Ah, das ist Xuban Junction 5, der Gasgigant. Ah, schaut mal. Da kreist tatsächlich ein kleiner Mond, ein Kontinentalmond, um diesen Gasgiganten. Das finde ich sehr interessant tatsächlich. Sehr spannend. Haben wir hier noch mehr sowas? Da gibt es einen Desert, also einen Desert-Planeten. Was haben wir hier? Rock Silicon Planet. Oh, ist das möglicherweise eine Kolonie? Deep Ocean? Ah, okay. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit zu kolonisieren in Zukunft. Man weiß es nicht. Sehen wir dann.
Also das ist unser Sternsystem. Das sind unsere Erkundungsschiffe. Wir haben aktuell 5 Stück, die reisen rum. Und ihr seht, wo sie gerade sich befinden. Wenn wir da draufklicken, dann seht ihr übrigens, die Reichweite ist aktuell mit dem Basic Warp-Antrieb nicht sehr hoch. Das heißt, da kommen sie quasi nirgendwo hin. Wir sind also im Moment wirklich mit diesem Skip Drive, zeige ich euch gleich, auf unser Sternsystem hier wirklich begrenzt. So, wir haben die Ruine, das haben wir auch gesehen. Da gab es irgendwelche alten Menschen, die hier auf diesem Planeten gesehen haben. Die Story hatte ich euch erzählt. Die sind dort vorhanden. Nächstes Thema: Ressourcenproduktion ist nicht so gut, aber wir haben die Mining-Schiffe der Privatwirtschaft und er holt sich gerade Stahl. Der hat keine Mission, okay. Die Frage ist auch immer, können wir die selbst steuern? Könnten wir machen. Allerdings müsst ihr dazu die Merchandise-Gilde, also im Prinzip Handelsgesellschaft, auswählen. Dann könnt ihr die Mining-Schiffe sogar selbst steuern. Ansonsten bei den Standardspezies wie Menschen und so weiter werden die tatsächlich von der KI gesteuert. Also die KI ist in dem Fall die Privatwirtschaft. So, Treibstofftanke haben wir noch nicht. Unsere Schiffe brauchen natürlich auch Treibstoff, wie in jedem guten Space-Spiel. Kasslon und so weiter, das ist der Treibstoff, den wir brauchen. Da werden wir hoffentlich was von finden. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben noch keine Möglichkeiten, irgendwas zu bauen. Oh, wir haben eine neue Ressource im Xuban Junction System gefunden. Megalos. Ach, auf unserem Planeten auch noch. Heidewitzka, das ist ja cool. Also da haben wir tatsächlich einen ziemlich guten Start erwischt, zumal wir auch Stahl hier auf unserem Planeten haben. Sehr schön. Wie viele Konstruktionsschiffe haben wir? Eins. Das hat noch keins. Oh, wir haben Kasslon gefunden. Kasslon Gas, das ist super. Das ist wichtig, das brauchen wir definitiv für unsere Treibstoffversorgung. Wir sollten also vorbereitend mal. Tja, wie viel bauen wir? Ich würde sagen, wir bauen noch mal 3 Konstruktionsschiffe. Das sind 10.000 und dann geht uns schon das Geld aus. Aber das sollten wir machen. Maintenance 500. Die werden wir schon mal bauen. Und dann sollten die hier in der Bauschlange drin sein. Sobald der Spaceport fertig ist, werden die hier gebaut. Wunderbar. Gut. Haben wir auch. Dann gehen wir jetzt mal. Build eine Mining Station im Xuban Junction System. 90% Kasslon. Wow. Eine Frage, die immer wieder kommt: Was heißen diese 90%? Ich kann es euch ja mal zeigen. Wir zoomen mal ein bisschen raus und dann gucken wir mal, wo wir das. Ach, das hatten wir hier. Oh ja. Wo wir das gefunden haben. Das ist hier vorne. Da fliegt jetzt gerade ein Miner hin, um ein bisschen was zu holen. Einer ist sogar schon da. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Und es gibt einen Basiswert des Kasslons, der hier auf diesem Planeten produziert wird. Und der wird mit 90% multipliziert und ist dann im Prinzip die Mining Rate, also die Rate, die ihr hier bekommen könnt. Und je nachdem, wie groß diese Rate ist, bekommt ihr entweder weniger oder mehr. Das heißt, ihr solltet am Anfang durchaus gucken, wenn ihr hier bei den Mining Locations seid. Also das sind die, die ihr habt und das sind die, die ihr bekommen könnt. New Mining Locations, da solltet ihr gucken, dass ihr wirklich erst welche benutzt mit hoher Prozentzahl. Das macht ansonsten, glaube ich, keinen großen Sinn. So, dann machen wir weiter. Und Exploration passt. Das haben wir uns angeguckt. Dann Forschung. Ja, Forschung ist wichtig. Und dazu gehe ich jetzt tatsächlich nochmal kurz in die Pause. Wir haben gerade das Research Lab in der Erforschung. Und da möchte ich gerne mal das grundsätzlich mal angucken. Also die Forschung ist extrem umfangreich. Ihr seht es hier. Wir können auch mal rauszoomen. Dann seht ihr, was es alles gibt. Lasst euch davon aber nicht erschlagen, sondern guckt einfach mal zum Beispiel die Sachen, die Sprungpunkte hier oben an. Ihr könnt es auch hier sehen, das ist sehr gut sortiert nach den verschiedenen Technologien. Und wir fangen tatsächlich an mit den Hyperspace-Technologien. Und die Hyperspace-Technologien ermöglichen euch, bessere Warpfelder zu erzeugen. Im Moment haben wir den sogenannten Skip-Drive-Warp-Antrieb. Hat man gesehen, der hat eine ganz kleine Reichweite. Ihr seht es auch dort, die Jump-Range sind 3, wahrscheinlich 3 Millionen Kilometer oder sowas. Und wir brauchen definitiv mehr. Und dann gibt es hier das Stable Warp-Field und der hat schon eine Jump-Range von 120 Millionen Kilometern. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Also das ist wichtig. Und ihr seht auch, was das kostet.
Ja, der einfache kostet 4 Mapner, 4 Carbonit und ein paar andere Sachen. Und da sind wir schon bei 6. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Und das werden wir auch einmal davor packen. Und dann möchte ich gerne die Research Labs, das ist okay. Und danach will ich tatsächlich auch schon in Richtung der Basic Colonization gehen. Das packen wir auch mit rein. Und dieses Modul muss natürlich auch irgendwo drauf auf ein Schiff. Deswegen müssen wir die erweiterten Zivilschiffe uns holen. Und da ist dabei ein kleines Kolonieschiff. Dann werden wir hoffentlich auch in der Lage sein, eine Kolonie zu bauen. Aber da müssen wir wirklich gucken, ob das bei uns geht in unserem Sternsystem. Wenn nicht, dann kann man sich überlegen, dass man hier noch was anderes macht. So zum Beispiel wie der Advanced Nuclear, also der erweiterte Atomreaktor oder sowas. Kann man dann gucken, dass man das hier einbaut. Aber das sehen wir dann. Das werden wir dann im Laufe der ersten Folgen werden wir das sehen und entscheiden. So, da können wir ein bisschen schneller machen. 4 Schiffe sind im Bau. Flotte haben wir nicht. Wir haben soweit alles eingestellt. Alle Zivilschiffe. Ja, da gibt es momentan noch nicht so viel. Und eine Sache wollte ich euch noch erzählen zu dem Thema Geld hier oben. Wenn ihr hier bei plus 112 aktuell seid, dann ist das okay. Und dann denkt man sich, oh verdammt, ich bin bei minus 1000. Da müssen wir unbedingt was machen. Minus 1000 hat einen Einfluss natürlich auf die Founding Levels, ganz klar. Aber ihr braucht euch keine großen Sorgen zu machen. Von dem Geld hier, solange ihr eine funktionierende Privatwirtschaft habt, wird die Privatwirtschaft natürlich Schiffe bei euch in Auftrag geben und bauen. Und darüber werdet ihr immer Geld verdienen. Das auf jeden Fall. So, das ist noch nicht ganz fertig. Hier ist noch nichts drin. Dann gucken wir gleich mal. Was haben wir gefunden? Argon. Sehr schön. Wie viel Prozent? Ui, 94 und 62. Xuban Junction 7. Sehr schön. Das ist tatsächlich ziemlich viel, muss ich sagen. Also das ist gut. Bin ich mal gespannt, ob er uns das vorschlägt, dass er da was bauen soll. Ansonsten setzen wir das jetzt einfach manuell mit rein. Xuban Junction 7 für 6000 Private Economy Expense machen wir. Bitte in die Liste mit aufnehmen. Und dann sollten wir eigentlich schon, haben wir schon Mining, das sind Mining Ships, haben wir schon Konstruktionsschiffe fertig? Nee. Ist noch nicht fertig. Klar, die Station wird auch gerade noch gebaut. Danach sind die anderen Sachen dran. So. Under Construction 83%. Wir gehen mal auf maximale Geschwindigkeit. Schneller als 4 geht nicht. Dann gucken wir mal. Und was ich euch auch nochmal zeigen will, das ist hier unten. Ihr seht jetzt, wo diese Station gebaut wird, die übrigens, wie ich finde, extrem hübsch aussieht. Da sieht man wirklich, und jetzt gehen wir mal noch weiter ran. Da sieht man wirklich hier diese kleinen Shuttles. Wir blenden uns mal das Interface aus. Man sieht wirklich diese kleinen Shuttles, wie sie vom Planeten kommen und die Waren wirklich hinbringen. Und so weit geht der Detailgrad dieses Spiels runter, dass ihr wirklich diese kleinen Shuttles habt, die hier wirklich kommen und Waren hier hinbringen und wirklich diese Station bauen. Deswegen sind auch tatsächlich Frachtschiffe so wichtig und andere Sachen. Denn ihr könnt wirklich in diesem Spiel Kolonien blockieren, indem ihr hier eine Blockade setzt und die wirklich aushungern. Das funktioniert hier in diesem Spiel. Ein neuer General, Lorian Kalosk, ist da. Gucken wir uns mal an, was kann der? Troop Recovery Rate plus 5%, das ist gut. Und dann haben wir auf Jura schon wieder noch was gefunden. Heide Polymer. Boah, das ist ja Wahnsinn. Haben wir gesehen, das haben wir auch gesehen. Also der Heimatplanet, ganz ehrlich, das ist ja der Wahnsinn. 92% Stahl, wir haben 27% Nüsse sind das, glaube ich. Carbonit, Polymer, Wahnsinn. Spaceport ist fertig, wunderbar. Und ein neuer Scientist, das ist wichtig. Was haben wir denn da für einen? Ist ungetestet, da bin ich mal gespannt, was der kann. Jetzt gucken wir uns mal unseren Weltraum an. Bahnhof an. Und ihr seht, hier sind direkt neue Schiffe, kleine Frachter. Das Konstruktionsschiff wird hier eingereiht und dieser Frachter bringt uns am Ende auch ein bisschen Geld. Wir haben, das ist eine Pflanze, glaube ich, ne? Das bringt uns Population Growth und Colony Development. Sehr schön.
Da können wir uns mal angucken, wie viel Prozent die hat. 20% ist jetzt nicht allzu viel. Ah, das ist auf diesem Wüstenplaneten. Der sieht ja auch schick aus, muss ich sagen. Der hat auch durchaus was. So, was haben wir jetzt gefunden? Mätna ist auch wichtig. Das ist für die Reaktoren nicht unwichtig. Wo ist das denn? Ah, das ist ein Vulkanmond. Oh, hier gibt es aber auch eine ganze Menge. Rosalia, Nekrossteine und einer unglaublich hohen Prozentzahl. Wow. Nicht schlecht. Ah, der kreist um den Gasgiganten Xuban Junction 6. Also das Sternsystem hier ist echt schick. Übrigens alles prozedural generiert in dem Spiel. Okay, hier sehen wir übrigens gerade ein Schiff langfliegen. Unser Konstruktionsschiff. Seht ihr diesen roten Punkt hier? Ich hoffe, ihr seht es. Und ihr seht, der hat ein bisschen was dabei. Der fliegt jetzt dahin und baut dort wahrscheinlich eine Mine. Und ich vermute, die Privatwirtschaft ist schon da. Genau. Ein Miner der Privatwirtschaft, ihr seht's, der steht hier, hat gerade seine Shuttles losgeschickt und sammelt jetzt hier in der Atmosphäre nicht Kaslon, was ist das? Krypton und Argon sammelt der ein. Moment. Ein neues Konstruktionsschiff ist fertig. Okay. Mining Station bauen. Ja, auch das werden wir tun. Ein neues Konstruktionsschiff. Dismiss. Und. Oh, ein neuer Spy. Gut, bringt uns jetzt noch nichts. Der kann auch noch nichts. Aber wir können mal nach dem Forscher gucken. Das ist mir noch wichtiger. Okay, der ist auch noch ungetestet. Ja, okay. Also, neuer Spy bringt uns jetzt gerade mal überhaupt nichts. Haben wir noch niemanden gefunden. Er sagt uns, wir sollen hier was bauen. Ja, das können wir ruhig machen. Wir haben neue Ressourcen gefunden. Ja. Noch mehr? Nee, das sind die, die wir schon kannten, oder? Nein, hier gibt es sogar noch Granit. Wow. Ich bin tatsächlich ja schwer begeistert von unserer Wirtschaft oder von unserem Staatssystem. Also das sind, boah, Wahnsinn. Also wenn ihr das Live-Let's Play sehen wollt, ihr seid herzlich eingeladen morgen zu einem Let's Play. Da spielen wir eine andere Spezies. Und da war das Startsystem durchaus ein wesentlich größeres Problem. Jetzt müssen wir aber auch mal wieder einen Blick werfen auf unseren Planeten. Wir sind bei 2,3%. Wir müssten. Ja, was machen wir denn da? Ne, wir lassen die Rate so. Wir müssen hoffen, dass wir mit den zusätzlichen Ressourcen, die wir finden werden, dass wir die Zufriedenheit hochkriegen. Wie sieht es denn aus im Founding beim Wachstum? Colony Grow 100%. Wir haben immer noch keine Research Station und wir geben 770 aus. Das ist nicht genug, aber ist schon mal okay. Und jetzt gucken wir mal zusammen nach der Schiffsbase Maintenance hier drinnen, ob wir da eventuell noch irgendwas einstellen können. Schiffskonstruction ist okay. Repair Ships and Bases. Ich vermute, das hängt noch damit zusammen. Die Maintenance. Den anderen Kram fasst er ja tatsächlich nicht an. Construction. Wir gucken uns mal an. Construction, Base Construction. Reparatur ist auf Information gesetzt. Baurate, Diplomatie, Militär, Truppen, Flotte. Oh nein. Wer ist das? Das sieht aus wie ein Mensch, ne? Wir haben die Skyjacker gefunden. Eine Piratenfraktion im Xuba Junction System. Na toll. It would be a shame if any of your ships or bases. Ja, und ganz ehrlich. Ich kann euch sagen, der meint das verdammt ernst. Verdammt ernst. Für nur ein ganz bisschen Geld, 125 Credits im Monat, bieten wir dir ein Angebot an, was du nicht ablehnen kannst. Da sagen wir jetzt tatsächlich mal nichts zu. Das Angebot kommt hoffentlich nochmal. Das ist echt unglaublich.
Also das Problem ist, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen die 125 im Monat bezahlen. Ihr seht's, wir sind direkt wieder ganz tief unten. Ich wollte mir eigentlich die Schiffe angucken. Wo haben wir die gefunden? Suban Junction System. Naja, das werden wir schon mitkriegen. Ja, jetzt will er, dass wir Schiffe bauen natürlich. 3 Escort-Schiffe. Nee, das machen wir nicht. Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Das kann ich euch versprechen. Das macht wirklich keinen Sinn. Jetzt ist die Frage, ob wir tatsächlich... Die bieten uns an, dass wir eine Unknown System Map bekommen für 3300 Credits. Ich meine, das kann natürlich auch einfach nur ein Blatt Papier sein mit einem Kaffeefleck drauf. Das ist die Frage. Für was geben wir jetzt 3300 aus? Für ein Blatt Papier mit einem Kaffeefleck oder wirklich eine Karte? Tja, Leute, ich würde sagen, wir riskieren das. Ja, wir akzeptieren das. Und gucken mal, ob wir irgendetwas hier in unserer Galaxie sehen. NL500. Wir haben 3300 gezahlt. Hier sehe ich noch nichts. Hier auch nicht. Ah, da hinten ist... Na, ernsthaft? Hier. Er hat uns den Namen dieses Neutronensterns verraten. Und das dafür... Okay, es war also ganz klar der Zettel mit einem Kaffeefleck und unten war der Name eines Sterns, der irgendwo weit entfernt liegt, drauf gekritzelt. Na super, dafür haben wir 3300 bezahlt. Oh Mann. Okay, also wir haben gefunden eine neue Ressource, 68% Tiderios, das ist gut. Okay, und einen neuen Spy. Da könnten wir tatsächlich mal gucken, ob wir den zu den Piraten schicken. Gott, die mögen uns sogar. Neutral. Ja, noch. Wir nehmen mal einer von den Spice. Ah, wir sehen nicht, welcher hiervon eventuell besser ist. Dann nehmen wir einfach mal ihn hier. Und ihn werden wir auf manuell setzen. Cancel. Und ich möchte ihn gerne zu den Skyjacker schicken. 39% Erfolgschance. Counter Intelligence. Galaxy Map ist noch geringer. Research Information auch. Sabotage brauchen wir nicht. Wir machen mal die Territorialkarte. Gucken wir mal, ob wir die eventuell stehlen können. Time to complete. Wir geben ihnen ein Jahr. Auf geht's. Damit wir zumindest ein bisschen Chancengleichheit herstellen. Wir haben ja die Warp-Antriebe immer noch nicht. Der Warp-Bubble-Generator, der ist ja noch in der Erforschung. Wir haben ein neues Material gefunden. Kuprika. Sehr schön. Und, ja gut, das ist selbstverständlich. Da werden wir natürlich eine Mining Station bauen. Und beim Silicon auch. Auch das machen wir. Ja, und... Moment, da muss ich erst gucken. Wo ist das? Mepna, Stahl und Kuprika 42%. Das ist hier. Kann das sein? Ja. In Xuban Junction 1. Das ist irgend so ein alter. Das ist irgendein so ein alter Steinplanet. Da wird schon eine gebaut. Ja. Da können wir ruhig noch ein paar mehr bauen. Das ist okay. Also, rein ressourcentechnisch sieht das hier tatsächlich. Erstaunlicherweise doch relativ gut aus, muss ich sagen. Das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Gut, weiter geht's. Und haben wir schon irgendetwas entdeckt bei der Galaxie? Nee. Also wenn er das hier kennt, dann wird er mit Sicherheit irgendwo aus dieser Richtung kommen. Würde ich mal vermuten. Jetzt ist mir aber nochmal wichtig, ob wir schon irgendetwas für unsere Kolonie gefunden haben. Na? Was macht er denn jetzt? Ich wollte eigentlich hier hin. Ja, nicht noch einer. Das kann doch nicht wahr sein. Was sollen wir machen?
Dirt Cider, we are the Ghost Fleet and we have long watched over our primitive world. Oh Mann, okay, also das ist tatsächlich neu. Das ist irgendein alter Orden, der anscheinend von unserem Planeten stammt oder irgendwas mit uns zu tun hat. Also vermutlich auch Menschen. Und das ist tatsächlich mal was Neues. Die wollen 25.000 Credits haben. Wir gehen mal zu der Location von denen. Ja, gut. Unknown Location, wie unerwartet. Die sind da oben. Die sind in alle Herren Länder verstreut. Da unten ist einer. Hier oben ist einer. Oh Mann, ey. Tja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir hier wahrscheinlich vernichtet. Und damit haben wir sie integriert. We have integrated the Ghost Fleet into our Empire. Das hat uns 25.000 gekostet. Okay. Wow, das ist ja krass. Alright, sehr schön. Ich lasse euch das mal stehen. Ihr könnt euch das ja gerne durchlesen. Kurz gesagt, sie sind glücklich, dass sie jetzt bei uns sind. Die Legenden waren wahr. Wir waren anscheinend wirklich irgendwelche Vorfahren. Und wir gucken mal, was wir da jetzt bekommen haben. Wow. Und da sind tatsächlich Menschen drauf. Admiral Pete Bendu. Okay. Das ist ja krass. Der hat eine relativ starke Basis. Das ist ja unglaublich. Haben wir auch Schiffe bekommen? Tatsache. Wir haben sogar die First Defense Force haben wir bekommen. Oder haben wir die gebaut? Nein, die haben wir nicht gebaut. Das sind Fregatten, die können wir noch gar nicht bauen. Nein, die waren schon bei uns. Oh Leute, da könnt ihr mal sehen, was passiert wäre, wenn wir das abgelehnt hätten. Die hätten uns in die Steinzeit zurückgebombt mit ihren Fregatten. 240, da hätten wir nie eine Chance gehabt. Können wir uns die Schiffe angucken? Nee, leider nicht, ne? Doch, da. Oh, die sehen aber schick aus. Die haben eine... Boah, die haben schon eine Railgun. Normale Deflection. Proton Engine ist okay. Und die haben den Warp Bubble Generator schon. Okay, bringt uns das hier irgendeinen Bonus? Leider nicht. Aber das ist echt eine gute Sache. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, uns gegen die anderen Piraten zu verteidigen. Ein Konstruktionsschiff. Moment, da müssen wir erstmal checken, ob die alle wirklich... Nee, wieso? Die Galant ist ohne Arbeit. Brauchen wir nicht. Nein. Solange hier Schiffe ohne Arbeit sind, brauchen wir keine weiteren bauen. Assign Mission. Und das bitte auch. Ja, gut. So viel zu dem Thema. Aber wir müssen jetzt auch ein bisschen auf unser Einkommen aufpassen. Da müssen wir auch drauf achten. Und wir gehen jetzt nochmal auf die erste Flotte. Die ist manual controlled. Nein, ich möchte die gerne als eine automatische Verteidigungsflotte setzen. Homebase ist Jura, das ist okay. Die soll hier ruhig stationiert bleiben. Und Set Tactics brauchen wir nicht. Flottentemplate haben wir keins. Also ihr könnt natürlich auch Templates erstellen, um quasi so Standardflotten immer wieder bauen zu können. Ja, hier sind aktuell, ihr seht es, eine Attack Fleet hat aktuell 17 Schiffe, Invasion Fleet, Defense Fleet 7. Da brauchen wir aber im Moment nichts nachbauen. Zumal wir technologisch eh noch nicht wirklich gut sind. Wir haben auch noch keine Railguns oder sowas. Ja, das sieht erstmal gut aus. Die bleiben also erstmal hier. So, das sind Frachtschiffe. Jetzt gucken wir nochmal bei dem Militär, beziehungsweise bei den Privaten. Private Cashflow plus 20.000 und Private Ship Maintenance, Private Ship Building, da sehen wir es. Also wir haben für 44.000 private Schiffe gebaut, das ist gut. Immer noch keine Escortschiffe. Wir haben einige Fregatten, die sind relativ stark, 3 Stück tatsächlich und die sind, ja, die haben sich hier positioniert, verteidigen hier gegen ankommende Gegner. Und eine neue. Die sehen mir jetzt aber nicht so aus, als wenn die irgendwelche... ja.
Also, als wenn die irgendwas mit uns zu tun haben. Und die wollen auch direkt diese 125 haben. Das ist interessant. Es gibt hier also tatsächlich eine Spezies. Können wir das hier noch sehen? Nee. Es gibt die Fierce und die Skyjackers. Und die sind bei einer Non-Military Strength 169. Wir sind bei 240. Tja. Das ist jetzt die große Frage. Wir wissen ja, was beim letzten Mal in dem Live-Let's Play passiert ist. Aber wir sind jetzt so weit vorbereitet, dass wir durch unsere unbekannte Erkundung, auf jeden Fall sind wir beim Erkunden, anscheinend auf Piraten gestoßen, die mal von uns kamen. Und, die haben sich natürlich gleich hier versammelt, ne? Hier sehen wir nämlich, findet ein Angriff statt. Aber wir sehen die Stärke nicht. Doch, da ist er. Wir schicken unsere erste Flotte dahin. Einmal dahin bitte. Abgelehnt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir rechtzeitig kommen werden. Da ist sie. Da sind unsere neuen Freunde. Tja, mein Bester. Das war wohl nichts mit deinem Angriff. Wir gucken mal. Oh, wir haben ihn fast runtergeschossen. Seine Hülle ist noch intakt. Wie sieht es bei unseren Schiffen aus? Unsere Schilde. Übrigens, da könnt ihr sehen, außen Schilde, dann die Panzerung und dann die Hülle. Auch da eine extrem schöne Ansicht. Und wir haben gerade mal ein bisschen Schäden an den Schilden genommen. Also überhaupt keine Gefahr. Officers Protection brauchen wir nicht. Danke. Eine Fregatte ist under attack. Moment, da müssen wir mal gucken. Das ist hier, wo wir gerade am Schießen sind, ne? Okay. So. Build a construction ship. Nee, mache ich immer noch nicht. Wir müssen erst zusehen, dass wir mit unserem Cashflow auf die Reihe kommen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir tatsächlich diesen Piraten mal hier wegjagen. Wir müssen das Schiff eigentlich zerstören. Verdammt, schade. Es ist weggesprungen. Und hier sehen wir übrigens die Raketen. Seht ihr das? Sehr hübsch. Okay. Also, das ist schon mal gut gelaufen. Wir bleiben auch hier mal stehen. Und nee, wir setzen sie wieder auf manuell, Defend. Welche Stationen sind sie zugeordnet? Vermutlich unserem Heimatplaneten Jura. Alles klar. Gut. Dann gehen wir zurück nach Jura. Und das sieht doch schon mal relativ gut aus. Wir haben tatsächlich eine nennenswerte Verteidigung mit diesen Schiffen. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Und wir müssen jetzt wirklich darauf drängen, dass wir ganz schnell diesen Stable Warp Field Generator entwickeln, damit wir eben in der Lage sind, hier hinzufliegen. Denn das System ist momentan ein bisschen abgeschnitten. Tatsächlich. Hier ist zwar diese Sternbasis, ja, und hier ist zwar irgendein Escortschiff noch, aber das kann im Endeffekt nichts machen. Obwohl, Moment, haben wir eventuell ein neues Template? Das könnte man mal überlegen. Das können wir nochmal checken. Ob wir ein Template haben, dass wir andere Schiffe bauen können. Exploration Ship. Wir gucken mal auf ein Upgrade. Nee. Wir haben nach wie vor den Skip Drive. Also unser Explorer kann das leider nicht. Ich muss sagen, es ist auch ein echt ein schickes Schiff. Okay, kein Problem. Dann müssen wir da noch ein bisschen warten. Und jetzt checken wir nochmal die beiden Nachrichten. Im Xuban Junction System gibt es noch ein bisschen Aculon, Steel und Mepna. Das bauen wir bitte auch. Und our against Deras Dulyan has been detected after failing to steal the territory map of the Skyjackers. Fortunately, they were able to escape, but the exposed of this mission will be have diplomatic consequences. Ja. Tja, sollen sie gerne machen.
Sie sind nur noch neutral, die hassen uns. Wir haben eins ihrer Schiffe beschossen und soll er ruhig kommen. Soll er ruhig kommen. Ihr seht's, die Militärstärke von beiden wird als sehr gering angegeben. Da mache ich mir mit unserer Flotte, die wir auch demnächst erweitern werden, mit 240 überhaupt keine Sorgen. Aber es bleibt gespannt. Wer das Let's Play kennt, das Live-Let's Play weiß, das kann noch ganz anders ausgehen. Und morgen um 16 Uhr geht's weiter. In dem Sinne, macht's gut und wenn euch das gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Macht's gut, bis morgen, euer Strategiener. Ciao, ciao.